Thank you.
Thank you.
Rätsel lösen. Ja, muss man da etwas lassen. Hey, du verstehst mich nicht. Es ist unser Bruder, unser Träumer, der Josef. Flitz und Zellerfleisch. Wissen Sie die anderen schon? Ja, sie beraten was gerne, was sie mit ihm machen wollen. Da muss ich schauen, das wird die Lätze rauskommen. Schauen, das ist eine ganz tolle Schäferin. Hey, ich bin dabei. Am besten fliegen wir nicht mehr runter. So, so, so weit bleibt es dich so davon. Bist du dein Mund auch schon? Dann weisst du auch so. Ja, dann warte ich mir was an. Wir haben Ruhe von dir angegeben. Der Agent, das stimmt. Nur nicht für unsere Klienten. Jetzt muss ich einfach auf die Klienten. Warte mal. Lass du dich absagen. Dann warte ich mir ganz klar was. So, die Kamel, Knecht, Knecht. Siehst du alles hoch? Ja, soll ich mit dem Stück hier sitzen und zuschauen? Das soll mir das einfach nicht gefallen. Aber genau. Yeah!
den Vorgang, den Gienio und Gieto gelüftet. Aber ich wollte Josef retten. Und in der Umwelt und die Sternenvogel war Josef nicht mehr drin. Ich habe gemeint, mir trifft den Schlag. Aber ich habe noch nicht gewusst, was die Vorteile im Zelt abgeschwürgt hat. Hey, Leute, dort kommt die Karawane. Hört, Brüder, ich habe die Idee. Thank you.
Ich bin weg vom Arzt. Bleib ich nicht wieder, ich bin still. Ich bin nicht raus, ich bin weg raus. Mann, die besten Arten und eine super Quelle in Abstand. Einmal ist abgebrochen. Thank you.
hat er ihr auch jeden Wunsch erfüllt. Und wo sie sich im Ausland auf die Bahn gewünscht hat, hat sie auch eigentlich bekommen. Josef ist viel glücklich. Er fragt sich dann, dass Frau Potiphar Josef verliebt hat. Und der Josef ihre hübsche Tochter Asenath. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gefängnis ist auch ein junger Mann aus Kamerun. Josef hat er geheißen. Dann haben wir unsere Träume gesucht. Er hat dir jetzt gesagt, was die Träume bedeuten. Und auch ganz genau so passieren. Das kann ja nicht sein, der hat die Wissenschaft gemacht. Auch in unserem Platz gibt es eine Mühle gesehen, wo ihr das Geschäft mit zwei machen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Und ja, Sester, wenn ich auch etwas sagen darf. Ich weiss doch, wie gerne du das erlebt hast. Und sie dir. Und du hast gedacht, du würdest dich freuen, wenn sie dich gefragt und du bist wieder gefragt. Papi! Das sind meine Brüder.
sind mehr als 12. Die Jüngste, das ist mein Vater, nein. Und die zweite Jüngste. Die zweite Jüngste, das ist die Thank you.
Thank you.
selber nicht, wie das nicht können passieren kann. Wir müssen ja auch mit ihnen nachher sein. Lüto, ich brauche nur den, der den Becher gestohlen hat. Nein, nein, von uns ist drin noch unten. Vater, der Stärke von uns. Er kommt noch mit diesen zwei Fußballen. Und er ist auch nicht mehr los. Kommt, kommt, ich bin der Josef. Hey, Kean, ihr habt schon böse mit mir gemeint. Aber Gott hat mit uns allen gut gemeint. Aus den Steinen, von denen die Wertschleife hat, hat Gott einen Palast gebaut. Siehst du? Yeah.
merke, es ist schon etwas lang. Aber etwas will ich noch sagen zum Schluss. Ich will denen hinter mir ganz, ganz fest danken für das, was sie uns jetzt in den letzten zwei Stunden geboten haben. Ich bin gerade vorhin gefragt worden, ist das wirklich wahr, dass die nur eine Woche geübt haben? Ist das wirklich wahr? Ich hatte gesagt, natürlich ja, ich weiß es ja. Jetzt wissen Sie es alle, es ist tatsächlich in einer Woche entstanden und den Leuten, die da geholfen haben, der Familie Wüstrich ganz besonders. An Jürgen am Papier da eine. Und bitte, Jürg, alle Musiker, die dahinter sitzen, die geholfen haben, dass es tönt. An Dorli Bürgi, die die Choreografie von den Träumen gemacht hat, wenn ich richtig gehört habe. Und für die ägyptische Stadt im Hintergrund, nehme ich an, können wir am Hans-Peter Issi klatschen. Und ohne das rechte Licht wäre es auch nicht gegangen. Die Beleuchter, Dankeschön. Und jetzt geht es noch an Sie. Wir brauchen auch ein bisschen Geld für das. Ich habe diverse Telefone in den letzten Tagen, wo man denn die Billie könnte kaufen für die Vorführung Langendorf. Wo der Vorverkauf sei und was es würde kosten. Da habe ich jedes Mal dürfen sagen, es kostet nichts zum Innengehen. Aber wir freuen uns über alles das, was sie bei rausgehen, in unsere Kollektenstöcke legen. Es ist heute Abend die Kollekte bestimmt für die Unkosten im Zusammenhang mit dem Musical. Und ich will Ihnen danken und mit dem Dank auch noch die verbinden, die ich jetzt vergessen habe. Ich weiß nämlich nicht alle, wer sonst noch mitgeholfen hat. Ihnen allen und alle denen, die sonst noch mitgeholfen haben, ganz, ganz herzlichen Dank und einen guten Abend. Darf ich noch mal fragen, ob es etwa so sechs starke Männer hat, die würden helfen. Dann hat Sachen noch nach der Aufführung schnell abgetragen, zusammen um und abgetragen. Eben schnell die Hand auf sechs starke Männer, die noch eine halbe Stunde Zeit haben. Ja, eine! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Du hast die letzte! Also, und jetzt Zugabe! Thank you.